Boah, Vivi, du bist ja endstark, ey. Silent Quidea. Haben wir das jetzt nicht schon irgendwie angelegt? Kann das nicht noch einer lernen? Nee, irgendwie nicht. Nee, irgendwie nicht. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Nee, ein Seidenhemd gibt ihm mehr Verteidigung. Er hat's gelernt, wenn es sein soll. Geh mal in den Seide das Seidenhemd. Ich habe ein zweites Silent Quidea erhalten. Juhu, Baby, Baby, pf, Baby, Baby, pf, Baby, Baby, pf, Eisenhelm haben wir schon mal eingelegt. Das ist was Neues. Beides haben wir erlernt. Okay, dann hätten wir tatsächlich keine Ausrüstung mehr, die wir neu anlegen können. Was mich persönlich eigentlich ziemlich freut, weil ja, dann haben wir bis jetzt alles ganz gut gemacht und haben aber auch alle Ab also Abilities quasi. Und ja, von daher ist das alles ganz super duper. So, ein Hinterhalt. Was auch sonst, meine Friends? Also, ja, es ist ja. Oh man, oh yeah, Baby, oh ja, das tut euch gleich so richtig weh. Nee, das hat uns jetzt gerade ziemlich weh getan, muss man sagen. Oh Gott, Vivi hat fast keine MP mehr. Oh. Aber die hat er nochmal richtig schön vermöbelt. Die hat er nochmal richtig schön vermöbelt. So, das gibt im nächsten Kampf ein wahrscheinliches Level-Up für unsere Prinzessin. Und ja, wir müssen diese jetzt erstmal wieder heilen. Nochmal, sie dann auch nochmal. Steine auch nochmal. Äther geben wir einfach mal Vivien. Einfach weil wir es können. Zack. Und im nächsten Raum werden wir nun noch zwei Stellen finden. Aha. Wind, bitte hör auf. Okay, wir haben hier eine Truhe. Die habe ich jetzt aufgesammelt. Dort hinten macht sich Vivi die Mage noch mal ein bisschen zugunsten. Und dann, was ist das nun? So, dann kommen wir komischerweise zu dieser Truhe hier, was mich jetzt total wundert, muss ich ehrlich zugeben. Das wundert mich jetzt echt total. Fuck, ich bin echt voll verplant morgens, ehrlich. Oh man, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Ach Scheiße. Oh, leck mich doch fett. Mann, ich bin so, oh Mann, ey. Das stresst mich jetzt gerade aber irgendwie übelst, dass ich den Timer vergessen habe zu stellen. Muss ich ehrlich sagen, also es stresst mich gerade echt fett. Ja, mal hat er halt überlebt. Kriegt halt jetzt von Zidane auf die Fresse. Und das war's dann für ihn. Naja, egal. Jetzt beende ich aber auch nicht die Aufnahme, sondern mache halt einfach weiter und dann werde ich halt bei diesem Mal leider Cuts reinsetzen müssen, die etwas spontaner ausfallen als wie die anderen, meine Freunde. Das tut mir leider leid. In dieser Aufnahmestunde wird das leider der Fall sein und zack, wir gehen einfach in den nächsten Kampf. Was soll uns schon passieren?
Ja. Oh man, ich habe so Rückenschmerzen. Wir werden diese Höhle des ewigen Eises durchqueren. Und als nächstes werden wir dann weitermachen. Was danach kommt, weiß ich noch nicht genau. Das kann ich euch noch nicht so ganz verraten. Beziehungsweise will ich euch auch noch nicht so ganz verraten, denn das ist noch nicht fix. Das machen wir noch. Nee, Quatsch, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie es weitergeht danach. Es werde Licht, hat er gelernt. Steiner erreicht gleich Level 11. Er hat alle überholt. Ach so, er hat ja auch diesen Level-Up-Bonus da. Scheiße, habe ich voll verpeilt. Ja, toll, bringt uns jetzt aber recht wenig, ehrlich gesagt. Aus dem einfachen Grund, da jetzt gleich etwas passiert, was mir eigentlich sowieso am allerwenigsten gefällt. Eine Abzweigung. Nach rechts, wie ihr sehen könnt, wird's ungesünder. Weiß auch nicht warum, aber wir gehen jetzt erstmal nach links. Da haben wir nämlich noch was, was wir anschauen können. Und zwar ein Mowgli im Eis. Hell, was ist das nur? Jetzt befreien. Boah. Ich verglühe. Kupo. Hast du etwa nicht mehr alle Bommel auf dem Kopf, Kupo? Hossa, jetzt bin ich ja wieder frei. Danke, Chef. Bist echt schwer in Ordnung. Das ist ein komischer Vogel. Mogmeier, erleuchte uns. Die zweite Unterrichtsstunde. So, jetzt wird uns Mogmeier wieder etwas lehren, was uns eigentlich ja nicht interessiert. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Na logisch, Klein, also sperr mal deine Lauscherchen auf. Heute werde ich dir wieder so einiges an Wissenswerten beibringen. Zeigefinger, Mogris, sie speichern über den Status, über das Kartenspiel, über den Status. Der Status, in dem sich ein Charakter befindet, wird Zustand genannt. Es gibt positive und negative Zustandsveränderungen, die jeweils verschiedene Auswirkungen haben. Erstmal die negativen Zustandsveränderungen, die nach dem Kampf aufgehoben werden. Konfus, Tobsucht, Stopp, Gift, Schlag und Gemacht. Wahnsinn. Ich habe gerade einen übelsten Brainlag. Fuck, Leute, ist das peinlich, die Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas online stellen kann. So. Nee, also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das alles vorzulesen. Hitzefrost wicht. Und jetzt die negativen Zustandsveränderungen, die selbst nach dem Kampf nicht aufgehoben werden. Diese sollte man schnellstens im Menü überprüfen. Stein, Toxitos, Infektion, Schweigen, Blind, Neurose, Zombie. Jegliche Heilzauber haben den gegensätzlichen Effekt, okay. Ich habe mir unter Zombie jetzt ehrlich gesagt was anderes vorgestellt. Nee, nee, nee. So, und nun die Veränderungen, die sich positiv im Kampf auswirken. Wiedergeburt, Regener, Hast, Levitas, Shell, Protes, Verschwinden, Refleck. Neben den hier aufgeführten Zustandsveränderungen existiert auch noch Veränderungen wie Todesurteil oder Gips. Achtung! Sind alle Gruppenmitglieder kampfunfähig oder befinden sich in den Zuständen Stopp, Stein oder Toxitus, wird die Gruppe als ausgelöscht betrachtet. Sind nach dem Kampf noch Charaktere kampfunfähig oder befinden sich in den Zuständen Stein, Infektion oder Zombie, werden diese keine XP und AP erhalten. Über die elementaren Eigenschaften. Teil unserer Natur. Elementare Eigenschaften sind Teil unserer Natur. Von ihnen gibt es acht verschiedene: Hitze, Kälte, Donner, Erde, Wasser, Wind, Himmel und Schatten. Diese Eigenschaften können sowohl in der Offensive als auch in der Defensive genutzt werden. Allerdings können sie auch von den Gegnern gegen euch verwendet werden. Es kommt also auf euch an. Merkt euch die Kennzeichen der verschiedenen Eigenschaften.
Verschiedenen Eigenschaften Teil 1. Hitze, Kälte, Donner, Erde. Hitze effektiv gegen Kälte, Gegner oder Untote. Effektiv gegen Hitzeelemente, Elementare, Gegner oder Drachen. Ebenso gegen Insekten oder große Gegner. Also ist Hitze effektiv gegen Kälte und Kälte effektiv gegen Hitze. Toll. Donner ist effektiv gegen Monster, die sich in der Nähe von Wasser aufhalten. Wirkungslos gegen fliegende Gegner ist Erde. Wasser ist effektiv gegen Hitze. Elementare Gegner. Wind ist effektiv gegen fliegende Gegner. Himmel ist effektiv gegen Schatten und Schatten effektiv gegen Himmel. Die neutrale elementare Eigenschaft ist gegen elementare Angriffe immun. Und? Alles verstanden? Wenn ihr mit den Eigenschaften umgehen könnt, gehört ihr schon zur Elite. Oh, Zucker. Wir brauchen aber sonst nichts mehr. Chefchen weiß echt viel, Kubo. So ist es. Ja, so ist das nun mal und nicht anders. Du wirst uns jetzt ein Zelt spendieren. Ja, wir haben 7 Stück, warum nicht? Schlafen wir in der Höhle des eisigen, ewigen Eises. Mognet? Seid mal so gut und bringt Gummo diesen Brief von mir. Alles klar. Mognet, ich hätte so gern einen Brief. Wir speichern einfach mal. Keine Sorge, Leute. Wir werden nicht, wir werden das Spiel nicht beenden. Also die Aufnahme. Wir werden lediglich einmal kurz abspeichern. Und zack. Ja. Danke dir, Kupo. Jetzt müssen wir unseren Zidane nicht heilen, der ist nämlich schon geheilt. Weil jetzt passiert etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, Leute, und zwar kämpft ein Zidane jetzt alleine. Warum und wie, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Vivi, was dauert da so lange? Komm, sonst gehen wir noch ohne dich weiter. Ich komm ja schon... Batz! Meister Vivi, seid ihr in Ordnung? Wie eine Flunder gerade. Mensch, Alter, alles klar? Wohl eher weniger. Was ist los mit euch beiden? Oh man. Alter. Das ist aber jetzt nicht gerade der günstigste Zeitpunkt für ein Nickerchen. Steiner dagegen getreten. Keine Chance. Die sind K.O. Wow, unsere Garnet hat sich auch... Oh nein, Garnet auch. Bitte nicht Garnet. Garnet auch K.O. Mistverdammter. Ich kipp auch gleich um. Oh man, fuck. Fuck, fuck, fuck. Wir sind alle umgekippt. Es sieht nicht gesund aus. Was war das gerade für ein Geräusch? Oh. Na. Von da drüben etwa? Irgendwas ist dort doch. Bist du vollkommen healed? Ja. Hast du irgendwelche Abilities, die ich dir noch anlegen kann? Nope. Naja, dann nicht. Na Scheiße, ey. Ist das kalt. Oh, ist das kalt. Oh, ist das kalt. Scheiße, ist das kalt. Scheiße. Oh, ist das kalt gewesen. Oh, war das kalt, Leute. Oh. Bäh, du lebst also noch? Hättest du dich auf friedlich schlafen gelegt, hättest du jetzt schon hinter dir. Hättest du es jetzt schon hinter dir. Bist du etwa für dieses Schneegestöber verantwortlich? Du bist gar nicht mal so dumm, wie du aussiehst. Oh man, jetzt komm, den verprügeln wir jetzt einfach, weil er gemeint hat, wir sind dumm. Das funktioniert so nicht, ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm.
Du wirst jetzt verprügelt, Junge. Verprügelt wirst du, verprügelt. So, wir haben hier einen kleinen schwarzen Tenor, heißt er. Und sein nettes, liebes Cillon, Herrscher über das Eis. Haustier, welche wir beide zusammen erledigen dürfen. Welch wundersame Sache, oder? Vernichte ihn, Cillon. Eis. Wisst ihr, was wunderschön ist, wenn wir in Statuseffekt Eis geraten, dann sind wir im Eimer. Ja, ist so. Und der macht ein bisschen Feuer noch, der andere ein bisschen Eis, der ein bisschen Feuer und ja. Das macht Spaß, wenn wir auf die Fresse kriegen, oder? Zack, 104, der andere hat nicht so viele EPs, deswegen müssen wir uns da noch keine Sorgen machen. Er macht Eis. Eine Besonderheit gibt es, wieso ich den Kleinen zuerst angreife. Und zwar, wenn ich den Großen angreife, macht er einfach Eis auf seinen Kumpel. Also der da, den ich gerade angegriffen habe. Und das heilt einfach diesen Cillon. Deswegen wäre es komplett für den Müll gewesen, einfach direkt auf Cillon zu gehen. Sondern so gehen wir direkt auf ihn, den Kleinen, haben dann nur noch einen Mann vor uns, den wir schlagen müssen. Und bevor wir dann Cillon angreifen, werden wir uns mal kurz heilen. Oh, Cillon, den Rest überlasse ich dir. Oh. Ja, ja, er haut mich mit seiner Schwinge. Beziehungsweise wir könnten eigentlich noch ein bisschen hier rumspielen. Was heißt spielen? Das, haben wir ein bisschen geklaut. Was haben wir jetzt eigentlich geklaut? Das habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen. Fuck, bin ich verpeilt. Mal schauen. Wir werden jetzt so lange klauen, bis wir alles haben. Zack, Diebstahl fehlgeschlagen. Das ist natürlich was Wunderschönes. Wenn wir unter 150 fallen, werde ich eine Potion benutzen. Eine High Potion in dem Fall. Äther geklaut. Wunderschön. Den Äther können wir natürlich noch benutzen. Das ist natürlich ganz Zucker. Schwinge, okay. Und ein, habe nichts. Das heißt, wir haben alles. Das heißt, wir haben beim ersten Mal den Methyl-Dolch schon geklaut. Was mich natürlich schon extrem freut. Wir werden uns jetzt trotzdem mal eine High Potion gönnen. Einfach weil wir es können. Versteht ihr? Gönnen, weil ich es können. Und vollkommen heal. Fast. Hat doch vollkommene Heilung. Jetzt besitzen wir knapp weniger als der Gegner an Leben. Nur der Unterschied bei uns ist, dass wir nur 4 Angriffe benutzen oder 5. Beziehungsweise jetzt hat sich sowieso erledigt. Jetzt hat sich das sowieso erledigt, weil wir im Trance-Zustand sind. Wir werden hier einfach mal Tricks und den Energiestoß reinwichsen. Reinhauen, meinte ich natürlich, tut mir leid. Und 2 Angriffe und so, dann müsste das eigentlich erledigt sein dann noch. 52, schon nicht wenig. Energiestoß. Zabusa. Und das Ding ist zerlegt. Das war jetzt gerade überhaupt nicht effektiv gegen das Teil. Oh, ist das lustig. High Potion und die Phönixfeder haben wir erhalten. Super, die High Potion haben wir benutzt und das heißt, das hilft uns jetzt auch. So. Den ersten hat dieser Strolch besiegt, sage ich. Aber die anderen beiden schnappen sich die Prinzessin ganz sicher, sage ich. Was ist das? Ist da wer? Wie auch immer. Ich hoffe mal, die anderen sind nicht schon erfroren. Nee, ich denke mal nicht, weil hier fließt auch schon wieder das Wasser. Das heißt, da ist alles in Ordnung. Und wer denn auch sonst als Son und Zon sollten das denn gewesen sein da oben? Autsch, mir tut... Oh, sieh dann. Wie klettert, wie eine kleine Maus.
nach Klasse. Bis auf bei ein paar Frostbeulen hier und da seht ihr alle schon wieder ganz munter aus. Hey du, was ist dir eigentlich vorgefallen? Pff, eigentlich nichts Besonderes. Du verheimlichst doch irgendwas, Kerl. Ich sagte doch, es war nichts Besonderes. Kerl, mich beschleicht das Gefühl, dass du vielleicht während die Prinzessin bewusstlos... Alter! Nun mach mal halblang, ich weiß ja nicht, was in deinem kranken Kopf so alles vorgeht, aber... Steiner, das reicht. Er sagte doch, es sei nichts gewesen. Wollt ihr sie dann etwa beleidigen? Aber... Ich habe verstanden, Prinzessin. Gut. Auf jeden Fall freut es mich, dass alle wohlauf sind. Ich denke, wir sollten weitergehen. Ja, das denke ich auch. Sie dann, was habt ihr? Ach, schon in Ordnung. So, wir gehen weiter. Unseres Weges. Oh, wir haben den Metridlo.